Fox 2. Fox 2. Good hit on one. Hallo liebe Zuschauer, es ist wieder soweit. Die schönste Zeit des Jahres. Nein, ich rede nicht von Weihnachten, ich rede von Sales in War Thunder. Und warum ist das schön? Es gibt wieder neue Premium-Muggel zum Abfarmen. Das ist herrlich. Das Problem mit den ganzen Premium-Spielern auf 10.0, so beziehungsweise in der 10.0 BR-Bracket, ist halt, die können halt nichts. Die kommen dann da mit Level 10, Level 15 auf Top-Tier an und eiern dann da planlos durch die Gegend und kriegen nichts berissen. Und jedes Problem, was in War Thunder existiert, existiert auf dieser Map umso stärker. Das Spawn-Camping-Problem ist massiv. Die Leute stellen sich hinter Häuser, überwachen die ganzen Parks, die halbwegs offen gestaltet sind. Man fährt aus dem Spawn raus und aus irgendeiner dieser zig kleinen Gassen und Straßen kann einer rausschießen. Oder noch schlimmer, so zwischen zwei Betonblocks. Einfach so zwischendurch gucken. Das einzige, was exposed ist, ist der Turm, der bei den meisten Panzern gut gepanzert ist. Und man kann halt nichts machen. Und das Problem ist, wenn man dann gegen die ganzen Premium-Spieler spielt, sobald man seinen ersten Push verkackt hat, als Team, ist die Runde eigentlich schon verloren. Weil sich in War Thunder aus dem Spawn-Trap zu befreien, ist extrem schwierig und gerade für die Premium-Noobs eigentlich unschaffbar. Ich starte die Runde, wie ich eigentlich jede Runde starte, indem ich mich nach außen bewege. Dann können meine Teammates halt sich mit den Gegnern auseinandersetzen und ich kann die schön kapieren. Ja, geiler Lag. Immerhin habe ich geschossen, bevor es anfing zu laggen. Das wäre sonst wahrscheinlich massiv in die Hose gegangen. Lag Thunder ist wieder am Start. Aber da waren meine Reflexe schneller als die des BMP 2M. Und da hört man es schon. Ein Premium-Muggel. Ein 2-8-38. Da ist er, da stirbt er. Die Audio verrät mir, dass sich da noch irgendwas befindet. Aber der traut sich nicht wirklich zu pieken. Ich habe auch keinen Bock, von links weggehauen zu werden. Da hatte ich kurz Angst, weil kurz bevor der rauskam, halt der kaputte Turm mein Sichtfeld komplett blockiert hat. Aber, tja, T55 AM1, ein Premium, was auch immer der auf diesem Battle Rating zu suchen hat, der müsste ja 9-7 sein, damit der regulär da drin landet eigentlich. Doch, kann schon sein. Habe ich nicht nachgeguckt, ehrlicherweise. Auf jeden Fall, man sieht es schon, die Server-Performance ist wieder nicht ganz so on point. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es liegt nicht an meinem Internet. Und es liegt auch eigentlich nicht an meiner Hardware, weil so anspruchsvollere Dinge wie Jet-Gameplay in RRB mit vielen Dingen, die irgendwo durch die Gegend fliegen, funktioniert halt auch. Da ist der nächste. Aber oh. Ein Sprut. Es ist da. Da ist es. Bevor er wirklich vollständig pieken konnte, war er schon tot. Weil, warum auch immer, die Spawn-Wirkung von russischen APFSDS-Granaten absolut hoch ist. Also die 125er, die macht einen riesen Schaden. Auch wenn das Ding eigentlich gar nicht mal so viel Durchschlagsleistung macht. Aber der Post-Pen-Damage ist ziemlich gut. Ich wollte mich jetzt hier ein bisschen in Deckung bringen und habe aber gedacht, ja, da wird schon keiner kommen. Hab also keinen Rauch gezündet und nicht unnötig noch
Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Da habe ich jetzt einen dieser Sniper-Spots gefunden. Also, Sniper-Spot in Anführungszeichen. Das war jetzt natürlich ein Negativbeispiel für die Spawn-Wirkung. Gut, dass man Teammates hat. Aber ich kann jetzt da schon komplett in die spawn-orientierte Flanking-Route schießen. Das meine ich mit dem N-Wert. Der ist nicht so wahnsinnig hoch. Und da kommt ein Flugzeug. Und das Flugzeug sucht Stress. Meine Granate sucht auch Stress. Die macht nämlich keinen Schaden. Also kriegt der Leo 2K den Kill. Und da kommt ein Hubschrauber. Dummerweise war die Duschka kaputt. Sonst hätte ich ihn da jetzt schon wegfetzen können. Aber nein. Nein, nein. Sehr schade. Duschka war inoperable. Glücklicherweise habe ich es hier mit einem Meisterpiloten zu tun. Deswegen habe ich noch die Zeit, die Duschka zu reparieren, bevor er mich dann mit seinen kleinen dreckigen Spam-Raketen zuspammt. Aber ich verstehe auch nicht, warum er das tut. Also, es ist eine Mi-24. Der muss die nicht nutzen. Es ist schon nicht mehr Early Game. Es ist kein Early Game Spawn. Er hätte eigentlich Spawn-Punkte haben können. Er hätte etwas Besseres verwenden können als die kleinen Mistraketen. Da wurde ich dann finally in meinem Panzer übermannt. Denn der BMP oder längs. Ich habe geschossen und ich hatte keine Granate bereit, als der andere um die Ecke kam. Aber dafür habe ich ja noch den Hubschrauber. Weiter so! Dann kann es den Sieg niemand mehr... Helikopter! Helikopter! Kaum bin ich gespawnt, habe ich aufgrund der Airfield-Flak auch direkt schon einen Feind gesichtet. You've got mail! Dummerweise wurde ich beim Abschießen ein wenig übermütig und habe einen Baum gefunden. Das war ein bisschen peinlich. Habe ich mich auch sehr drüber geärgert. Passiert. Ich war nicht eingespielt, bin ein wenig übermütig geworden. Aber glücklicherweise habe ich noch einen Ersatzgutschein. Da kann ich dann nochmal Helikopter-Action machen. Hier habe ich irgendeinen weirden Control-Input-Glitch. Das kommt bei Hubschraubern bei mir irgendwie ab und zu mal vor. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es liegt auf jeden Fall nicht an meinem Joystick, sonst würde das ja auch das Ruder bei Flugzeugen beeinflussen. Das Querruder. Das tut es aber nicht. Also liegt es irgendwie an der Helikoptersteuerung. Das nervt mich ein bisschen. Das passiert nämlich manchmal auch in Gefechtssituationen, dass man das Mausding bewegt. Und man eigentlich will, dass der Hubschrauber sich dann dahin dreht. Aber er dreht sich nicht. Dann äumelt er da rum. Man kann nicht schießen, weil die ATGMs außerhalb ihres Winkels sind. Ja, ist nicht ganz so spaßig. Ich lasse das hier einfach mal ein bisschen schneller laufen, weil ein flankierender Helikopter ist jetzt nicht so maßlos interessant. Die Helikoptertaktiken habe ich schon mal in anderen Videos erklärt. Wenn ich mich selbst nicht immer daran halte. Mein eigentlich angestrebter Punkt war die Burg, die man da hinten in der Distanz sieht, auf dem Berg. Das wurde aber ein bisschen dadurch durchkreuzt, dass ich da gleich ein Flugzeug spotte. Was dummerweise sehr weit out of range ist. Aber wie man sieht, ist da auch irgendeine Flugabwehr aktiv. Jetzt ist die Frogfoot in Range. Es stellt sich halt immer die Frage, ob direkt aus dem Sale dann neue Frogfoots dazukamen oder ob das eine alte Frogfoot ist. Ich wusste auf jeden Fall nicht, dass man sich bewegen sollte, wenn man nicht getroffen werden will. Oder er wusste nicht, dass ich da bin und hat die Rakete auch nicht gehört. Das würde mich aber schwer erstaunen. Auf jeden Fall ist da noch eine Strela. Und da hatte ich erst ein bisschen Angst. Weil das ist eigentlich so der Moment, in dem es dann schief geht.
Ich habe mich dann für die Strategie entschlossen, wenn ich dich vorher treffe, triffst du mich nicht mehr. Und bin dann halt hochgeflogen. Dummerweise hat meine erste Rakete outranged. Er hat seine zweite Rakete in ein Haus gesetzt. Wie auch immer er das schafft, er kann ja die Rakete vorhalten. Das hat ja einen Aufschaltwinkel und einen Vorhaltewinkel. Ich dachte eigentlich, dass er da oben wieder pieken wird. Wird er aber nicht. Er kommt da unten raus. Die Rakete, die ich abgefeuert hatte, war dann halt trotzdem schon raus. Und hat ihn dann sehr unlucky an seiner Raketenanlage erwischt. Ich bin natürlich, um die Strela zu fighten, halt mitten reingeflogen. Weil ich eigentlich fest damit gerechnet habe, dass da sowieso Hopfen und Malz verloren ist. Nette Grafikbugs an der Stelle. Aber wie auch immer, es scheinen sich die Geschichten zu bestätigen, die ich höre, von wegen, die Strela ist komplett scheiße. Und ich meine, die üblichen Stinger-Bug-Geschichten gibt es ja auch. Anscheinend gibt es auch den Strela-Hausdach-Bug. Oder er war einfach nicht in der Lage vorzuhalten. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, die Strela ist schließlich nicht mal ein Premium-Fahrzeug. Eigentlich war halt mein Ziel jetzt von der Seite bzw. von hinten ein bisschen die Panzer abzufarmen, die noch übrig sind. Problem an der Sache, da ist kein Panzer mehr übrig. Die Runde ist zu Ende, der Gegner vollkommen eingestampft, 6 Bodenziele tot, 3 Airkills. Geil. So, ich hoffe, euch hat dieses kommentierte Gameplay wenigstens ein bisschen gefallen, denn ich finde, dass das eine Thematik ist, die an diesem Video sehr gut zu erkennen ist, nämlich, dass nach dem ersten Push, nach dem ersten Verlust an Initiative eines Teams, eigentlich schon die Runde verloren ist auf Top-Tier. Das heißt, in diesem Falle, unser Team hat das Gegnerteam komplett plattgewalzt. Und nachdem dann da noch ein paar traurige Late-Spawns aus dem Spawn rauskamen, was dann in dem Falle auch der T-64, der mich gekillt hat, der dann gegen die Leopard 2s aus meinem Team antreten musste. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also die sind da einfach nahezu chancenlos. Besonders wenn die anderen, die halt den ersten Push niedergewalzt haben, sich dann so ein bisschen befestigt haben. So eine bequeme Position hinter einem Haus gefunden haben. Eine schöne Sniper-Position oder irgendwas in der Art. Und daraus resultiert das Problem, dass auf Top-Tier viele Leute als Second oder Third Spawn SPAA spawnen. Weil, wenn man halt komplett weggespawn-campt wird, aber der Gegner nicht in den Spawn reinfahren möchte und nicht reinschießen kann, dann kann man sich da halt mit einer SPAA hinstellen und dann wenigstens noch die Flugzeuge abschießen. Aber das ist halt kein Stück Runden förderlich. Und was ich aus Spielen wie Battlefield halt kenne und besser finde, ist so, ich nenne es mal der Teamgeist, dass wenn man am Verlieren ist, dass man dann nochmal als Gruppe alle Kräfte zusammennimmt, einen letzten Vorstoß macht, nochmal probiert, eine Capture Area zu erreichen und zu halten, dass man wenigstens nochmal was bereist. Das ist in War Thunder überhaupt nicht gegeben und ich glaube, dass das zum großen Teil der Economy geschuldet ist. Die Economy ist notwendig für das Spiel in der Form, das sehe ich ein, aber die meisten Leute sehen es halt nicht ein, 6.000 bis 7.000 an Reparaturkosten nochmal extra drauf zu machen, nur um aus dem Spawn zu fahren und direkt bonk weggeklatscht zu werden. Dann hat halt das Team Spaß, was am Spawn-Campen ist, weil denen der Rundensieg halt schon sicher ist nach 3-4 Minuten. Aber das andere Team hat halt maximal keinen Spaß. Dann spawnt man einmal, stirbt einmal und geht wieder direkt in den Hangar, weil man weiß, alle Efforts danach sind halt fruchtlos. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Das ist ein bisschen spielflussbremsend. Dennoch hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.